Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. Ja, in diesem Video werden wir uns um die Renovierung des Badezimmers hier kümmern. Ich habe gestern schon mal eine Schicht Weiß auf die Wände gezogen. Da müssen mit Sicherheit noch drei weitere Schichten drauf. Ich möchte nämlich die Badezimmermöbel und die Ausstattung hier komplett, die Schränke, alles in Eigenregie bauen. Das wird eine DIY-Konstruktion. Bevor das passieren kann, müssen wir allerdings erst die Wände weiß streichen. Und danach werden wir uns dann hier um die Möbel kümmern. So, die Wände sind jetzt weiß. Ihr habt gesehen, ich habe hier noch so ein bisschen meine Farbreste am Spiegel hier abgemacht. Und ja, leider mussten natürlich auch diese hübschen Schmetterlinge, die bunten, die der Vorbesitzer hier mühsam draufgeklebt hat, die mussten leider weichen. Gefallen mir leider nicht so gut. Ja, wie gesagt, Wände sind weiß. Theoretisch könnte ich jetzt anfangen, hier die Badezimmermöbel reinzubauen. Ich muss aber erst den Boden reinkriegen vorher, weil das Ganze natürlich auf dem Boden stehen soll, es soll nicht an der Wand hängen. Zum anderen habe ich hier an dieser Wand ein mittelkleines, großes Problem, und zwar besteht das darin, dass da an dieser Wand diese Kunststoffverkleidung dran war, in Fliesenoptik. Das habe ich alles abgemacht, das war aber angeklebt mit so einem ja, keine Ahnung, Kunststoffkleber. Ich hole euch mal einfach hier rein und wir gucken uns das mal zusammen an. So, und hier kann man das schön sehen. Das ist alles so ein bisschen hubbelig. Das wird nicht richtig gerade. Das wird nicht so schön glatt. Ich habe überall diese Kleberreste drin. Und außerdem habe ich hier unten natürlich auch ein Stück rausschneiden müssen. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Das wieder zu spachteln jetzt, um das irgendwie etwas ansehnlich zu machen, fand ich zu viel Arbeit. Darum wollte ich es mir jetzt einfacher machen. Und zwar war mein erster Plan, hier überall PVC-Boden zu verlegen und den auch an der Wand hochzulegen praktisch. Also an die Wand zu kleben, auf dem Boden, alles in gleicher Optik und da dann die Badezimmerausstattung davor bauen sozusagen. Aber dann habe ich mir überlegt, da habe ich viel zu viel Verschnitt dabei. Das ist dieses Muster, was wir uns ausgesucht haben. Das ist eine Rolle, die ist 3 Meter lang und man kann natürlich immer nur so halbe Meter Abschnitte nehmen, sodass man auf einen Quadratmeter kommt am Ende. Und da hätten wir einfach auf dieser kleinen Fläche hier so viel Verschnitt, das würde sich alles eigentlich gar nicht lohnen. Da habe ich mir Gedanken gemacht, was man da noch so machen kann. Und dann bin ich im Internet bei Amazon auf Klebefliesen aus Vinyl, also PVC, praktisch selbstklebend, bin ich drauf gekommen, sowas zu bestellen. Und ich habe es noch gar nicht ausgepackt, ihr habt es gerade schon gesehen, das Paket liegt hier unten. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen. So, und hier kommen wir der Sache schon näher. Und zwar haben wir hier einmal Vinylklebefliesen von DC Floor. Das ist Holzoptik. Die Holzoptik wird aber nicht im Badezimmer verlegt, sondern das ist schon der Boden für den Wohnbereich. Den habe ich direkt mitbestellt, logischerweise. Davon habe ich 4 Quadratmeter genommen. Und fürs Badezimmer in Fliesenoptik 3 Quadratmeter. Und das packen wir erstmal an die Seite, darum kümmern wir uns später. So, und hier kommen wir jetzt auf die Badezimmerfliesen bzw. den Boden fürs Badezimmer. Das ist die Optik dazu. Ich packe sie gleich nochmal aus. Hier sind 11 Stück pro Paket drin, das ergibt 1 Quadratmeter. Wie gesagt, bei Amazon bestellt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. DC Floor, wir packen die ganze Kram jetzt mal aus. Ja, hier haben wir jetzt so eine Fliese, das ist das Muster.
Ich halte das mal hier in der Kamera. So dick sind die Fliesen. Das ganze Teil hier ist flexibel. Ein paar Gramm nur hier, so, also nicht 50 Gramm oder so. Also ist nicht zu schwer. Sieht aber ganz gut aus. Und die werden wir auf den Boden und an die Wand kleben. Damit habe ich nämlich dieses ganze Unebene hier direkt ausgespart. Braucht das nicht spachteln, braucht das nicht schleifen, damit das mit einer weißen Farbe dann irgendwie einigermaßen hübsch aussieht. Sondern wir können das einfach rüberkleben und dann macht die ganze Sache einen besseren Eindruck. Wir probieren das mal aus, testen das zusammen. Und vielleicht wäre das ja auch was für euch, für euer Projekt. So, die Wand habe ich jetzt mit Isopropanol entfettet, sodass der Kleber da vernünftig halten kann, da keine Fettschicht mehr drauf ist. Erstmal fangen wir jetzt hiermit an und wir schauen mal, wie das Ganze so funktioniert. Also das zieht richtig Fäden, wenn man die Folie abzieht und diesen Kleber, der hier hinten drauf ist. Verarbeiten lassen sich die Fliesen wirklich hervorragend. Ihr habt es gerade gesehen. Das Verlegen geht schnell und auch einfach von der Hand. Der Kleber hält hier an der Wand hinter mir ganz hervorragend, genauso wie am Boden. Also, wer sowas hier auch vorhat, hat hier vielleicht eine echte Alternative zum klassischen PVC-Boden, den man so als Meterware kaufen kann, oder auch zum Klicklaminat. Gewichtstechnisch sind wir hier auf jeden Fall im Vorteil. Als nächstes werde ich jetzt hier Stauraum schaffen und ein paar Ablagen. Ich denke, ich werde erstmal mit dem Hängeschrank hier über mir anfangen. Ja, der erste Schrank ist jetzt fertig. Ich habe hier so einen Hängeschrank eingebaut praktisch. Da habe ich einfach ganz normales Sperrholz genommen hier und Fichtenbastelholz aus dem Baumarkt. Das ist so ein Schiebeschrank geworden hier. Da kann ich einfach diese Blenden hier praktisch von links nach rechts schieben. Da kann dann so ein paar Kleinigkeiten irgendwie rein. So ganz viel Platz ist das nicht, aber ich habe das ganz gut ausgenutzt, denke ich so. Da kommt noch so ein Möbelknauf dran, damit man das ein bisschen besser bewegen kann. Hier die Seite natürlich auch zum Aufschieben. Ja, und ich überlege jetzt noch, ob ich das so lasse, wie es ist, oder ob ich es vielleicht noch öle oder sogar lackiere in Weiß. Weiß ich noch gar nicht. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Da muss noch hier der Sockel für die Toilette gebaut werden. Es muss noch hier das Ständerwerk für den Waschtisch gebaut werden und natürlich der Waschtisch selber. Also ist noch einiges zu tun hier. So, der Grundriss ist jetzt schon mal zu erahnen hier. Diese Arbeitsplatte bzw. ja, der Waschtisch, die Unterkonstruktion ist jetzt schon mal angebracht hier an der Wand, übereckt das Ganze. Da kommt noch natürlich eine Unterkonstruktion drunter. Ich habe das Ganze hier aus so diesen Baumrinde-Brettern gemacht, habe die gehobelt und geschliffen. Die werde ich später noch ölen. Waschbecken kommt in die Ecke. Das heißt, ich muss hier ein Abwassersystem noch bauen. Der Anschluss ist nämlich eigentlich auf dieser Seite unter der Toilette. Das legen wir uns dann mit Rohren hier rüber. Genauso wie den Wasseranschluss. Den müssen wir auch mit Schläuchen von der Seite hier rüber bekommen. Ist aber alles nicht das Problem. Ja, als nächstes bauen wir die Toilette erstmal ein, dass wir da wieder so einen Fixpunkt hier haben. Und danach kommt dann die Unterkonstruktion unter den Waschtisch. Jetzt brauche ich den Sockel für die Toilette. Da habe ich einfach hier diese XPS-Platten, Styrodur, die hatte ich noch über, die habe ich hier zusammengeklebt. Einfach mit Resten von dem Butylband, was ich für die Leisten genommen habe, außen zum Abdichten. Habe ich hier drei Stück jeweils zusammengeklebt, praktisch. Hier kann man das noch schön sehen. Die kommen jetzt links und rechts hier neben mein Abflussrohr für das Waschbecken.
so dass das hier in der Mitte ein bisschen Platz hat. Das werde ich jetzt erstmal hier verlängern, dass wir da schon mal rauskommen, dass ich da nachher nicht mehr dran muss. Ansonsten kommen hier nochmal diese Sperrholzplatten oben drauf. Praktisch so soll das Ganze nachher aussehen. Das wird auch alles mit Butylband am Boden verklebt und diese Platten jeweils auch nochmal auf dem Styrodur. Das war vorher tatsächlich genauso gelöst, hätte ich auch nicht gedacht. Also das, die Original-Toilette hier, Sockel, war genauso am Fahrzeug befestigt. Zusätzlich ist hier an der Wand natürlich nochmal so eine Schiene, so eine Aufhängeschiene, die dem Ganzen Stabilität gibt. Aber ja, ich dachte mir, das kann so falsch nicht gewesen sein, also machen wir es genauso wieder. Styrodur hat natürlich den Vorteil, dass das Ganze ein bisschen leichter ist als diese Multiplex-Platten, die hier vorher drin saßen. Die waren sowieso völlig vergammelt, weil ich ja den Wasserschaden hier an der Seite hatte. Also ich muss hier auf eine Höhe von 7 cm kommen, damit das Ganze hier passend mit der Serviceklappe für die Toilette abschließt. Das habe ich jetzt so geschafft. Ich habe hier 1 cm Sperrholz jetzt oben drauf und insgesamt 6 cm von den XPS-Platten. Die Toilette habe ich jetzt festgeklebt auf dem Sockel mit dem Butylband, wie ich das eben erklärt habe. Die hängt hinten an dieser Leiste, also die ist soweit fest. Jetzt geht es hier daran, diesen Spiegel, den ich damals beschädigt habe, hier beim Rausreißen des Badezimmers, den irgendwie zu kaschieren. Ich möchte ihn nämlich gern drin lassen, weil das irgendwie dem kleinen Raum hier ein bisschen Größe schenkt. Da habe ich jetzt einfach hier Sperrholz aufgeklebt oder beziehungsweise aufgetackert auf die Wand hier, um auf die gleiche Höhe zu kommen. Und dann werde ich jetzt einfach bis zu ungefähr dieser Höhe hier die Klebevinylfliesen auf den Spiegel draufkleben und auf das Sperrholz, um da einfach eine gleichmäßige Fläche zu schaffen. Oben werde ich das Ganze mit einer Leiste abschließen und dann sollte das einigermaßen vernünftig aussehen, denke ich. So, ich bin jetzt ein ganzes Stück weitergekommen. Ich habe hier meinen Waschtisch soweit fertig gemacht. Der muss jetzt nur noch geölt werden auf dieser Seite. Der läuft hier einmal so komplett rum. Ich habe die Wand hinter der Toilette mit den Klebefliesen verkleidet, die auch auf dem Boden und an der Wand hier schon sind. Auf der Seite genauso. Hier unten habe ich so einen kleinen Kasten zur Verkleidung des Heizungsrohres und des Abwasserrohrs, was für das Waschbecken später hier wird. Habe ich da unten eingebaut. Unterhalb hier von diesem Schrank verläuft auch noch das Heizungsrohr. Ja, der Hängeschrank hier oben ist auch schon geölt. Da habe ich auch so hübsche Möbelknöpfe angebracht.
Habe ich bei Amazon bestellt. Angeblich handbemalt. Ich verlinke euch die mal in der Videobeschreibung. Ich finde sie ganz hübsch. Passt gut zu den Klebefliesen an der Wand. Als nächstes bringen wir dann den Fliesenspiegel über dem Waschtisch hier an. Dazu habe ich mir auch bei Amazon hier so Klebefliesen wieder bestellt. Die sollen auch super zu verarbeiten sein. Ich habe schon mal eine ausgepackt. Die sind natürlich noch mal eine ganze Ecke dünner als dieses PVC für die Wand. Aber dennoch, ja, eine gewisse Steifigkeit ist da vorhanden. Ja, das probieren wir jetzt mal aus. Die werde ich hier in der Mitte teilen. Und dann kann man die so praktisch umdrehen und hier ineinander rasten lassen, damit das dann hinterher wirklich eine geschlossene Optik gibt und jetzt die Fugen auch vernünftig ineinander passen. Das probieren wir jetzt erstmal aus. Die Rückseite besprühe ich jetzt mit so ein bisschen Spülmittel mit Wasser hier gemischt, damit ich das ein bisschen besser verschieben kann nachher, damit das nicht ganz so doll haftet am Anfang. Das ist ähnlich wie bei so einer Möbelfolie. Wenn ich die jetzt so versuche, trocken da drauf zu bringen, die haftet sofort an der Wand, das Zeug klebt echt wie Sau. Dann habe ich nachher nur, ja, ist alles krumm und schief. Darum einmal hier so ein bisschen einsprühen. Ruhig ein bisschen mehr auch, keine Angst haben. Und dann kann man das Ganze nämlich vernünftig hier so aufbringen. Ja, die erste Fliese habe ich gerade versaut. Und zwar einfach nur, weil ich nicht richtig geguckt habe, wie es geht. Und zwar muss man mit dieser Seite hier anfangen. Man muss hier die überstehenden Fliesen einmal gerade abschneiden. Dann hat man eine gerade Seite und kann dann die folgenden Fliesen immer hier auf diese freien Flächen praktisch so ineinander verzahnt aufkleben. Also machen wir das jetzt nochmal richtig. So, jetzt die Seite mit diesen Aussparungen in Verlegerichtung. Vorher ein bisschen Spülmittelwasser hier drauf. Das Badezimmer ist jetzt so gut wie fertig. Ich habe eben noch ein paar Wasserschläuche verlegt, so ein paar Leisten hier oben angebracht. Ja, jetzt sind nur noch wenige Handgriffe zu tun. Leider ist das Paket nicht angekommen, in dem sich der Wasserhahn, die Ablaufgarnitur und Abwasserschlauch befindet. Das heißt, das kann ich euch noch nicht zeigen. Ich habe lediglich das Waschbecken hier schon mal hingestellt. Das werden wir aber in einem späteren Video, in einem großen Vorher-Nachher-Vergleich nochmal ausführlich alles zeigen. So bleibt es dann auch ein bisschen spannend bis dahin. Ja, ansonsten kann man halt sehen, von den weißen Wänden, die ich hier am Anfang gestrichen habe, ist nicht mehr ganz viel übergeblieben. Das ist alles verkleidet mittlerweile. Da sieht man nur noch so ein paar Ränder und hier hinterm Regal praktisch die Rückwand. Ja, aber sei es drum, es ist wie es ist. Ihr könnt sehen, da ist kein Plan dahinter. Ich weiß heute noch nicht so ganz genau, wie es morgen aussehen soll. Das ist so ein bisschen Living Project. Und ja,
So ist es halt manchmal, wenn man so ein Projekt macht. An der Stelle möchte ich sagen, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugesehen habt. Jetzt gibt es noch so ein paar Impressionen von dem Badezimmer hier, wie es dann am Ende geworden ist. Und ich sage bis zum nächsten Mal beim Palmencamper.